geboren im Januar 29. Da war das eiskalt, Schnee verweht. Da hat man mich, wie gesagt, so schön beim Bettmachen gefunden. Die Hebamme kam nur per Pferd ran, weil der Schnee über einen Meter hoch lag. War schöner Schneewinter. Das war mein Geburtstag. Nun muss ich mal selber überlegen. Also im Punkto Nationalsozialismus war in der Zeit noch nichts. Das war noch die Zeit der, wie soll ich das ausdrücken? Also ganz normal, eine Demokratie, so wollen wir das mal ausdrücken. Nein? Aber nur kurz, dann setzte ja schon der Nationalsozialismus ein, durch Hitler und so weiter, als Hitler dann an die Macht kam, dann war es vorbei und mein Vater zog dann auch jetzt von der Dorfschule ab nach Stettin, Pölitz, auf das Lehrerbildungsinstitut, so wie ich das mal jetzt nennen. Und dann, von da aus hat mein Vater dann seine Schule in Stettin bekommen und wir sind dann auch nach Stettin umgezogen. Im Prinzip zu Anfang habe ich das alles gar nicht mitgekriegt. Ich war ja Lütt mit 2, 3 oder 4 Jahren und so weiter. Da war ja noch nichts. Das kam ja erst später, wenn es losging mit der sogenannten Hitlerjugend und so weiter. Aber das hat sich bei uns noch in den ersten Jahren bei mir überhaupt nicht bemerkbar gemacht. Wir haben gelebt wie sonst auch, Vater in der Schule. Allerdings ist er ja zwangsläufig in die NSDAP eintreten müssen, obwohl er kein Nazi war von sich aus. Er war ja eigentlich ein Demokrat. Und Mutter war bei der Eisenbahn beschäftigt, war also auch vom Nationalsozialismus selber, also von der Partei NSDAP her, nicht irgendwie besonders beeinflusst. Es war nur eben der Druck, es gab keine andere Partei mehr, es gab nur noch die NSDAP in den 30er Jahren. Keine andere Partei mehr. Also es war ein, wie soll man sagen, Nationalstaat, ja gut, Nationalstaat, bezogen auf den Nationalsozialismus in der Zeit damals. Ja, das war die erste Zeit für mich. Ich bin dann ganz ruhig, es gab ja auch für noch keine HJ in dem Sinne, wo wir teilnehmen mussten. Ne? Es ging ja erstmal los mit der Volksschule, ne? Volksschule für Jungen und so weiter. Und dann, als ich 10 Jahre alt wurde, dann ging es mit einem Mal los, du musst ja jetzt auch in die Hitlerjugend, das heißt ins Jungvolk, die Zehnjährigen, von 10 bis 14 Jahre im Jungvolk, musst ich eintreten und muss ganz ehrlich sein, was wir da erlebt haben in der Zeit, das war eigentlich positiv. Und zwar, wir haben abgesehen davon, dass über Hitlers Leben und so weiter da viel gesprochen wurde, alle diese Dinge. Wir haben Lieder kennengelernt, es gab sogenannte Heimabende oder auch wenn wir draußen waren. Das war das eine, wo wir also frei waren eigentlich von der Partei, obwohl wir von der Partei geführt wurden im Nationalsozialismus. Wir waren aber frei. Bei den Jugendlichen, wir konnten vieles anstellen, noch nach wie vor, wie wir das als Kinder gewohnt waren. Alle möglichen Spiele. Aber es gab dann schon im sogenannten Jungvolk in Stettin jede Jungvolkeinheit hatte ein Heim.
Das heißt, bei uns war das eine Kellereinrichtung, ziemlich große Kellereinrichtung, wo wir dann zum Beispiel nationale Lieder sangen und so weiter. Dass wir auch schon anfingen, sogenannte Kämpfe vorzubereiten für den Sommer und draußen Kampfspiele machten. Im Rahmen, dass eine Gruppe war die Partei, andere Gruppe war der Gegner, und mit unserem Bändchen um das Handgelenk, wenn wir das einen erwischten vom Gegner und das Bändchen aufrissen, dann war er tot. Dann durfte er nicht mehr weiterspielen. Das war schon die nationalsozialistische militärische Ausbildung, wenn wir so wollen. Im Winter im Keller einen großen Sandkasten, wo dann alles Mögliche aufgebaut wurde und wir dann unsere Unternehmen planen mussten. Jetzt das so und das so, das ist das Gegner. Da ging es schon darum, um den Gegner, den Feind, der zu bekämpfen ist. Unabhängig mal davon, dass wir Adolfs Lebenslauf kennenlernen mussten. Aber das Übrige war schon, sagen wir mal ruhig, militärisch ausgerichtet. Wir lernten auch das Schießen mit Luftgewehr. Das heißt also, wir hatten schon eine Waffe. Uns machte das Ganze aber Spaß. Das war das Entscheidende. Alles das, was wir spielerisch machten, das war für uns Spiel und Spaß mit Kampfbedingungen. Aber wir haben das nie als Kampf oder so empfunden. Für uns war es immer schön, wenn wir solche Dienste hatten. Abgesehen davon, dass viele Dinge auch im Jungvolk parteilos anzusehen sind. Dass wir angetreten sind in Uniform und allem Pipapo. Im Winter beispielsweise sind wir entweder Schlitten gefahren an unserem sogenannten Diensttag, nicht, oder Schlittschuh gelaufen. Wir haben also solche Dinge vollbracht, die nicht politisch zu sehen waren. Nicht in unseren Augen. Es hat uns Spaß gemacht. Wir haben alle möglichen Spiele gemacht. Unabhängig davon ging es aber schon im Jungvolk los mit einer militärischen Ausbildung. Das Marschieren, das Grüßen lernen, also militärische Bewegung, Laufen, Gehen, Marschieren, das war der Punkt. Also in der Schule, in der Volksschule, fast gar nicht. Wir können auch die einzelnen Lehrer gar nicht so sehr beschreiben. Das war Schule, wir lernten Schreiben auf Tafeln, auf unseren schönen Tafeln mit dem Schreibstift da und so weiter. Erstmal. Und dann, wir lernten das Lesen, wir lernten das Rechnen, aber es war nichts Politisches dabei. Auch von Seiten der Lehrerschaft und so weiter nicht. Die Schule war, wie Schule sein muss, Unterricht, Pause, Unterricht, Pause. Das war die ganze Geschichte in dem zweiten Bereich. Nicht? Also auch vom Nationalsozialismus war für uns irgendwie eine Partei oder eine Organisation, aber das hatte keinen Einfluss in irgendeiner Form gedanklich bei uns. Nicht? Es gab ja nichts anderes, womit wir uns dann irgendwie amüsieren konnten, abgesehen mal in unserer Freizeit, wenn wir nicht gerade Schularbeiten gemacht haben. Ne? Ja, das war eigentlich dazu, zu dem Punkt eigentlich schon alles, was ich dazu sagen könnte aus der Zeit. Also wir waren harmlos aufgezogen wie Kinder, nur eben geführt in Gruppen und so weiter unter der Decke
des Nationalsozialismus. Das haben wir aber nicht als solche empfunden. Wir haben gespielt, ne, auch in der Freizeit draußen, wir machten unsere Schularbeiten, wir haben schreiben gelernt, lesen gelernt und, und. Von den Lehrkräften her keine Unterschiede bezogen auf die NSDAP, nichts. So wird alles ganz normal, würde ich sagen. Da waren wir einen kleinen Schritt weiter. Wir waren ja organisiert und so weiter. Nicht wahr? Und dann marschierten plötzlich, da spielte der Soldat und die Waffe schon eine gewisse Rolle. Denn wir wurden ja etwas älter nachher. Wir waren ja nicht beim Jungvolk, sondern in der HJ. Da steckt der Name schon drin, Hitlerjugend. Das waren also von ab 14 Jahre. Und da waren wir schon etwas weiter, auch was das Spielzeug anging. Das Spielzeug war weitgehend militärisch ausgelegt, wenn wir so wollen. Es gab einerseits das Spielzeug der Waffentechnik, also es gab kleine Autos, es gab die zum Beispiel die 8,8 Zentimeter, die er sowohl als Kampf Kanone stand, wie aber auch als Flugzeugabwehrkanone. Die 8,8 damals, später die 10,5. Unsere Spielzeuge änderten sich. Das eine war jetzt also die Dinge, die wir auch als im Bastelbogen zusammen ausschneiden, zusammenkleben konnten uns einen Panzer bauen und so weiter. Es gab Soldaten, figürlich Soldaten. Wir konnten, wenn es darauf ankam, eine ganze Kompanie aufstellen, die da marschiert sind und so weiter. Also schon eine Form, doch stark, ich bin jetzt nur bei den Jungs, nicht bei den Mädchen. Ne? Denn wir waren ja in der Jugend schon getrennt, sowohl auch wie bei den Jungen, bei den Pimpfen, in Jungs und Mädchen getrennt. Nicht? Und so war das hier auch mit dem Spielzeug. Was die Mädchen für Spielzeuge kriegten oder gespielt wurden, haben wir gar nicht so wahrgenommen. Für uns war dann zum Beispiel auch die Anschaffung von Schiffen. Jetzt sage ich einfach mal Marinemodelle, Schiffsmodelle. Da wurde gesammelt. Alle möglichen Schiffe, angefangen vom U-Boot bis zum Torpedoboot, bis zum Schlachtkreuzer und so weiter, in Natura, in Darstellung. Da konnten wir schon eher mitspielen und so weiter. Und das, da waren wir schon im Militär gewissermaßen gefangen, Soldaten. Da konnte man sich entscheiden, wofür man sich denn irgendwie entscheiden will. Der eine für die Marine. In Stettin eigenartigerweise gab es sogar noch eine Reiter-HJ. Obwohl, wie das schon zustande gekommen ist, weiß ich nicht, kann ich auch nicht weiter beschreiben. Auf dem Lande war es üblich, wo viele Pferde und so weiter waren, die Reiter-HJ. Nee, bei uns gab es dann nachher durch das Spielzeug die sogenannte Marine-HJ, die jetzt also auch eine Marine-Ausbildung bekam. Es gab die Fliege-HJ, in die mein Bruder eingetreten war und so weiter. Und dann im Segelfliegen seinen drei Segler da machte, ist enorm schon. Ja, und die Motor-HJ. Ich war ja für alle möglichen anderen gesundheitlich nicht mehr fähig, nicht mehr imstande, ärztlich nicht zugelassen, nicht bei der Marine, nicht bei der Fliegerei. Ich bin bei der Motor-HJ gelandet. Und wir lernten Motorradfahren, wird kaum einer glauben, sogar im Einzelfall durften wir das mal machen, eine 250er BMW. An und für sich war das Hauptmotorrad, die DKW. Und die gab es in drei verschiedenen Klassen. Und dann konnten wir auch entsprechend unseren Führerschein 4 machen.
und wurden später dann teilweise auch, wie ich in Stettin auch, im Luftschutzbereich, weil wir Fliegeralarme und so weiter hatten, jetzt als Melder in der Stadt uns bewegen konnten. Und ich habe das sogar mal fertig gekriegt und bin auf dem Motorrad in die Schule gefahren. Nicht? Und ich wollte angeben. Habe ich auch angeben konnten. Nicht? War eine feine Sache. So viel also einmal dazu. Das Übrige kam dazu. Der Nationalsozialismus, das ist klar. Aber es ging dann ja auch mit dem Kriege dann los. Und das führte dazu, dass die Spiele sich veränderten. Denn in der HJ, also bei den älteren Jungs, es gab regelrechte Kämpfe zwischen den einzelnen HJ-Bereichen. Ne? Und da ging es auch Kampf um Mann gegen Mann. Mit Wolleknäuel hier um den Hals. Und wenn wir einen gepackt hatten und das Wolleknäuel aufgerissen haben, der war tot, der durfte nicht mehr weitermachen. Das heißt auch sogenannte Geländespiele, die im Grunde genommen nichts weiter war als das Üben vom Aufspüren und vom Kämpfen. Mann gegen Mann. Das war ein großes Ziel, zumindest bei uns, auch in der Motor-HJ. Die Marine-HJ, die arbeitete jetzt, was die Seefahrt anging, mit entsprechenden Seezeichen und so weiter, die Schiffsarten vom kleinen Schnellboot bis zum Panzerkreuzer, alles, was auch als Modell da war. Modelle bei uns in der Motor-HJ gab es ja nicht. Aber wenn wir Dienst hatten, dann wurde uns vom NSKK, das war das Nationalsozialistische Kraftfahrkorps, das waren alles die früheren HJler aus dieser Gegend, nicht wahr? Mit denen waren wir in Verbindung. Wir haben dann auch teilweise hier Übungsfahrten und so weiter gemacht. Das war eine im Grunde genommen eine vormilitärische Ausbildung. Und wenn wir dann bei Kriegsbeginn gesehen haben, wie die deutsche Armee dann vorgerückt ist, wie viele da mit Motorrädern gefahren sind, mit Beiwagen und alle Dinge als Melder. Und das war ja unsere Angelegenheit, wegen der Luftangriffe auch so, oder bei mir zum Beispiel, dass ich in der Luftschutzalarmstelle oder wie sie das noch nannte, nicht wahr, da musste ich unser Haus verlassen und musste dahin fahren, um da irgendwelche Meldungen entgegenzunehmen. Und weiter. Kam zwar nicht vor, aber wir wurden so gesehen militärisch ausgebildet, aber das Ganze hat uns doch Spaß gemacht. Das muss man einfach mal sehen. Die Kinderspiele, die hörten auf. Die Spielart hat sich geändert. Aber das hat alles Spaß gemacht, obwohl das schon militärisch war. Stell dir mal vor, ich laufe da, fahre mit einer 250er BMW als 10-Jähriger. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann kam natürlich die Propaganda mit Adolf. Dann immer schön der Gruß, Heil Hitler, der wurde ja geübt, regelrecht, wenn man geht. Und jetzt trifft man einen, der in der Stellung höher ist, schon eine Schnur, eine grüne oder sogar grün-weiße Schnur, nicht wahr? Wenn man dem begegnete, außerhalb des Dienstes, und man musste natürlich auch Uniform anhaben. In Zivil spielte das keine Rolle. Aber in Uniform, wenn einer mit einer grünen Schnur lag, nicht wahr? Und wir haben dann früher gesagt, der Schrankengruß bei Adolf. Das war ja auch so ein, dass sich dann an hinstellte, eine Schranke wird ja gekurbelt früher. Und so weiter. Und da hat man mit dem linken Arm hat man die Kurbel bedient und der rechte Arm, der ging hoch. Das heißt, das war der Adolf-Hitler-Gruß, Schrankengruß. Darf heute nicht gezeigt werden und so weiter, ist strafbar. Wenn ich Ihnen das jetzt hier sage, ist es eigentlich auch strafbar. Ich habe Ihnen das Symbol, ein Symbol des Nationalsozialismus verraten. Also mein Vater war ja Schulleiter, der musste ja zwangsläufig Nazi werden. Ne?
Als ich geboren wurde, da war er noch kein Nazi, da war er Dorfschullehrer und so weiter, nicht? Bis ihm die Möglichkeit bestand, aufzusteigen, denn die Lehrer oder eine Reihe, ja, eine ganze Anzahl von Lehrern, die meinen Vater kannten, aus ihrer Dienstzeit, ich kannte auch einige, die auch privat mit uns zusammen waren, also Lehrkräfte, denn die kamen ja dann in Stettin-Pöhlitz, da war das sogenannte Lehrerseminar. Ne? Da konnte man also gewissermaßen ja eigentlich den Lehrerberuf erarbeiten. Sie mal, es ist, heute ist, wäre das in einem Pädagogikstudium. Ne? Und in Pöhlitz war auch bekannt im Umland Lehrerseminar. Das muss ganz toll gewesen sein, denn die Kollegen meines Vaters, wenn die sich mal darüber unterhalten, das muss eine ganz tolle Angelegenheit gewesen sein. Auch bis in den privaten Bereich hinein. Ne? Und insofern hatte das aber familiär keinen besonderen Einfluss. Ob Vater nun in der Partei, musste er ja sein, als Schulleiter, parteilos, ging es gar nicht. Ne? Vater musste eine Uniform kaufen und alle diese Dinge. Und wenn da mal irgendetwas war und die Kollegen kamen zusammen, die sprachen auch von früher her, aus der Zeit, die noch aus der Kaiser- oder aus der Weimarer Zeit stammen. Ne? Denn, ja gut, lassen wir es mal dabei. Ne? Das ist Vater. Auf die Weise ist also Vater aufgestiegen zum Rektor. Ne? Musste an eine gewisse, ich weiß nicht mal wie lange, teilnehmen am Seminar. Und dann wurde er ja ernannt zum Lehrer. Und die Schule selber, die ergab sich durch die Notwendigkeit in der Umgebung ohnehin. Denn mein Vater war dann Schulleiter in einer Schule für Knaben im Hafenbereich. Nicht? Hafen- und Industriebereich. Nicht? Hat man natürlich, weil es im Hafenbereich war, gewisse Vorteile später. Die war durch Fische hintenrum und so weiter. Nicht? War nicht so ganz ohne. Nicht? Dann musste aber mein Vater, als das Militär verstärkt wurde, seine Dienstaufgabe abgeben. Und er wurde Soldat. Er war ja früher auch schon bei den Preußen Soldat. Bei der FLAG. Und war auch hier mit an führender Stelle innerhalb der Kompanien oder der Regimenter. Nicht wahr? FLAG, Flugzeugabwehrkommando, ist das ja, nicht? FLAG, F-L-A-K. Nicht? Also Vater wusste ja dann über Flugzeuge, über alles. Und ich wusste von Vater wieder über alles als Spielzeug mit Flugzeugen und alle diese Dinge. Sein Amt als Lehrer hat er gewissermaßen aufgeben müssen. Und eins muss in dem Zusammenhang gesagt werden, dass mein Vater an seiner Schule, wo er anfing, da war ein Kollege, der war Kommunist. Der war Anhänger der KP, der Kommunistischen Partei. Und da ging das ja auch. Nazis und KP. Ne? Die waren ja unwahrscheinlich harte Gegner, auch in der Weimarer Republik. Vor drei ist es ja bekannt. Vater hat ihm geholfen, die Schule zu wechseln und sich einen anderen Beruf zu nehmen, zumindest aus der Schule in Stettin raus, weg als Kommunist. Mein Vater wusste ja nun, dass er Kommunist war, nicht wahr?
wenn du bleibst, dann kriegen sie dich. Dann gehst du in den Knast, dann gehst du ins KZ. Da wurden ja viele Kommunisten und so weiter wegen der anderen Parteizugehörigkeit, wandert ja auch in die Konzentrationslager ab. Und mein Vater hat denen gesagt, so, verlass die Schule lieber, du bleibst am Leben. Und das ist mein Vater auch entsprechend geblieben, denn nach dem Kriege hatte er kurz mal Kontakt zu diesem Kollegen, dem er das Leben gerettet hat, wenn wir so wollen. Ne? Das war seine Angelegenheit. Ne? Naja, so viel also einmal dazu. Kann ich weiter auch nichts sagen. Ich meine, gut, wir hatten Lehrkräfte. Also gut, das eine war Familie. Mein Vater wurde also Schulleiter und so weiter und hat da den einen Beamten gerettet, kann man ruhig sagen. Meine Mutter, ja, sie musste natürlich in der sogenannten NS-Frauenschaft. Nicht? Und da wurde ja so alles in der Kriegszeit sowieso fürs Militär gebastelt und so weiter. Warme Strümpfe und was weiß ich, war das in der NS-Frauenschaft. Das war eine Art von Bewegung, die also, wo Notfälle eingetreten sind, hilfsbereit wurden in der NS-Frauenschaft. Nicht? Also wenn da irgendwo Not mal auftritt bei irgendeiner Familie, die Frauenschaft, die half. Das war sie ihre Hauptaufgabe. Nicht? Und dann ging es natürlich auch um Erziehungsfragen, die in der Frauenschaft diskutiert wurden. Aber meine Mutter war da nicht so sehr interessiert. Sie war ja bei der Reichsbahn, Reichsbahnsekretärin. Das war für mich später nachher ein Vorteil. Ne? Und dann Frauenschaft, ja, weil da muss man einfach, der Vater ist Nazi als Rektor, also geht die Mutter auch in einen NS-Bereich. Und das war die NS-Frauenschaft. Mein Vater war kein überzeugter Nazi, aber er musste zwangsläufig, wenn er die Rektorenstelle haben wollte, und die wurde ihm ja angeboten, ne, war die gewissermaßen gekoppelt mit dem Eintritt in die NSDAP. Ne? Das war bei den meisten Lehrern der Fall. Während zum Beispiel in der Kriegszeit die Mehrzahl der Lehrer teilweise an der Volksschule, aber auch bei uns am Gymnasium, Lehrer, die schon pensioniert waren, die zurückgeholt wurden, weil die jungen Lehrer, die jüngeren, Soldaten wurden. Kamen die Alten zu uns. Und da hatten wir wirklich Lehrkräfte, die aus der alten Pädagogik herkamen. Wir waren ganz begeistert, auch mein Bruder. Und zwar, wir waren am Gymnasium ganz begeistert von den meisten alten Lehrern. Das war ein anderer Unterricht. Bei den Jüngeren, da war manches so, auch schon im Militärischen, wenn der Lehrer die Tür aufmachte, kam rein zum Unterricht, sagt, wir standen auf und dann, Heil Hitler. Das war so unser erster Gruß vom Unterricht. Bei dem Lehrer. Und bei dem Lehrer, bei den alten Lehrern, da wurde Moin gesagt und so weiter. Alles, das war eine andere Angelegenheit. Und im Gymnasium bei uns hatten wir eine Mehrheit von denen. Während bei Vatern, also in dem Volksschulbereich, überwiegend junge Lehrkräfte blieben. Überwiegend. Aber sagen wir, junge ältere Lehrkräfte, ne, die aber schon in der Nazi-Zeit angefangen hatten. Ne, das war also ein bisschen schwierig, da die Geschichte. Kann man nicht genau einordnen alles. Das war im Grunde genommen gar nicht so schwierig. Ich war ja nun auch so begeistert von verschiedenen Dingen und so weiter. Und dann wurde ja Stettin 2 Monate vor Kriegsende von der Zivilbevölkerung geräumt.
auch schon, weil überall in Deutschland überall die Luftangriffe waren. Und da wurde die Zivilbevölkerung geräumt, weil der Russe schon recht nahe an Stettin rangekommen war. Nicht? Und insofern also wollten sie nicht etwa Stettin freigeben, dass um Stettin gekämpft wird. Da hatten die also entsprechend freigegeben. Stettin wurde also zwei Monate, etwa ungefähr anderthalb bis zwei Monate vor Kriegsende von der Zivilbevölkerung befreit. Die mussten, war Zwangsräumung. Nicht? Also meine Mutter beispielsweise auch, die musste raus. Sie ist zu einer Schwester nach Rostock dann erstmal gegangen, da untergekommen. Das ging. Also bei uns in der Familie war das kein Problem. Nicht? Bei meinen Onkels und so weiter auch. Das war die Räumung. Gleichzeitig wurde aber jetzt das sogenannte HJ-Bataillon in Stettin, das Stettiner HJ-Bataillon, gegründet. Und zwar war das, das mal überlegen. Das HJ-Bataillon, die ersten zwei Wochen, wurden wir, ich habe jetzt den Dorfnamen vergessen, ein Ausbildungszentrum auch vom Militär. Wir lernten das Schießen. Es ging los, Pistole, Karabiner, und zwar die neueren Karabiner auch dabei, Maschinengewehr, die 34er, die alten, und auch die neuen, sogenannte Hitlersäge, das sind die 44er, das 44er Maschinengewehr, das schoss ja also 36, also diesen Unterschied musste man einfach mal so sehen. Daran wurden wir schon ausgebildet. Und Panzerfaust. Ne? Kam auch in unsere Ausbildung. Ne? Und dann konnten wir rübersehen, da wo mit einmal die Raketen da bei uns gesteuert wurden, von der Insel Usedom. Ne? Wo unsere Raketenabteilung war mit Werner von Braun. Ne? Konnten wir sehen, ich war einmal diesen gelben. Die Schießausbildung, zwei Wochen. Dann wieder zurück. Aber jetzt, ja, wohin? Die Eltern waren raus. Wir wurden einquartiert in einer Volksschule. Also das sogenannte, unser Bataillon eingeführt. Ne? Und da musst du aber halt warten, was dann so passiert. Eine ganze Weile passierte gar nichts. Nur es kamen zwei mittelhohe Offiziere, hier so, aber mit Blanken bei der Waffen-SS. Das war ja für uns wieder was Besonderes, weil die Waffen-SS bei uns immer schon in einem Namen war, das ist eine besondere Einheit. Und da kamen zwei Offiziere von der Waffen-SS und suchten jetzt Leute für ein, wie nannten sie uns denn noch? Weiß ich im Moment nicht. Für ein Sprengkommando. Also Spezialkommando. Ausbildung in Neustrelitz. Und da von unserem Bataillonbereich da einer und dann noch einer. Also zu zweit waren wir. Zu zweit waren wir. Machen wir mit. Nach Neustrelitz. Und in Neustrelitz wurden wir von der Waffen-SS mit Waffenchemie ausgebildet. Ich kann sagen, war eine tolle Ausbildung. Würde ich heute, ich bin zwar kein Fachmann, aber würde ich heute wieder sagen, wie wir in der Sprengtechnik ausgebildet wurden da. Mit den verschiedenen Sprengstoffen, feste, weiche, harte, und zwar der ein Sprengstoff, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der roch nach Marzipan. Ne? Also eine ganz tolle Sache. Knetbar. Ganz tolle. Intensive Ausbildung in der Sprengstofftechnik in Neustrelitz von der SS. Wir haben sogar einen Eisenbahnzug, einen normalen Zug, der, das
kam der, unser Leutnant da an und sagt, wir gehen jetzt mal einen Zug anhalten. Na, wir wussten denn das nicht, was hier los war. Raus, nicht wahr? Und dann sagt er so, komm hier, das packt da mal hin. Auf den Schienen, auf den Schwellen bei den Schienen. So, der Zug kam, bremst zu hart, nicht wahr? Und dann ging der Offizier zum Lokführer und sagt, fahrt mal weiter, wir machen hier gerade eine Übung. Oh, der hat erstmal Luft drauf gehabt. Der hat gedacht, da ist irgendwas explodiert. Der fuhr seinen Zug nach zum Stettiner Hauptbahnhof, nicht wahr? Und wir hatten den Zug mit einem ganz kleinen, so wie so eine kleine Bonbonschachtel bei den Schienen zum Stehen gebracht. Das hat einen Knall gegeben. Und der Lokführer natürlich sofort erstmal gebremst. Notbremsung. Ne? Hätte ja was anderes sein können. Explosiv. Ne? Solche Dinge hat man angestellt. Daran sind wir ausgebildet worden. Und dann nach Stettin wieder zurück. Also die Ausbildung dauerte 2 Wochen in Neustrelitz. Dann nach Stettin zurück. Und dann ging das, ich weiß nicht, wie das im Einzelnen jetzt wieder zurückkam, weiß ich nicht. Also wurden wir einem Leutnant vorgestellt, der wegen seiner Verwundung kampfunfähig war. Ne? Der wurde jetzt der Führer, der Chef dieser, ich sag das mal jetzt ruhig wieder so, wie wir sagen, Partisanengruppe. Also diese, denn wir kamen zusammen, da waren jetzt mehrere, auch aus anderen Dörfern schon aus Hinterpommern, nicht wahr, die nicht Bataillon sich eingliedern ließen, die kamen zu uns. Wir waren ungefähr, ich weiß jetzt immer, so etwas über 10 Leutchen waren wir. Und wurden dem Leutnant zugeordnet. Und dabei ging es los, dass wir also sogenannte Nester bauten. Wir wurden einquartiert, wo keine Leute mehr wohnten, weil die ausquartiert waren in der sogenannten Postsiedlung. Die Wohnungen waren leer, da wurden wir einquartiert. Und dann gleichzeitig wurden wir jetzt an verschiedenen Stellen in Stettin aktiv. Da, wo die Kellerräume noch einigermaßen durch die Luftangriffe noch begehbar waren. Und da wurden jetzt Verstecke aufgebaut mit Sprengstoffen und Zubehör. Ne? Und die wurden notiert auf einer großen Stettinkarte. Ne? Die kleinen Dinger da. Das war zunächst mal. Und wir sind dann immer da gegangen und haben immer so schön und für unsere viel Freizeit, nicht wahr? Plus, dann kamen die Russen oder ein russisches Flugzeug einmal da an, nicht wahr? Und dann war ja bei uns in der Nähe war noch eine Flakstellung. Und damit einmal knallte das. Und was haben die Russen uns da ans Haus geschmissen? Eine sogenannte Brisanzbombe. An sich kleine Dinge, wir haben uns die später mal gesehen, Brisanzbomben, die in 1000 Splitter explodierten. Und das waren die Russen dann nahmen, wo deutsche Truppen sich befanden oder bewegten. Da haben sie die Dinger, wenn sie konnten, wenn sie es schafften, reingeworfen. Und die waren, und wir haben dadurch einen von unseren Jungs verloren. Nicht wahr? Der stand am Fenster, nicht wahr? Und der kriegte dann 2 hier rein. Luft war weg, der Junge war hinüber. Schade. Nicht, also durch diese Brisanzbombe, die ein russisches Kampfflugzeug flog, um auf die deutsche Flak da kam. Das war für uns ein Schlag ins Kontor. Wir waren also richtig in dem Moment mal weg. Das war der eine Punkt. Und damit einmal kam es, das heißt, wir müssen in Stellung gehen, Stettin. Das Militär wird abgezogen und Stettin wird kampflos dem Russen übergeben.
kriegten wir natürlich auch mit. Das heißt, wir mussten also aus unserem Privat-Zivilquartier jetzt in unser Hauptquartier reingehen. Wir ein paar Leutchen aus unserer Meldergruppe. Und die anderen beiden Gruppen, die mussten in ihre Hauptquartiere unterirdisch abziehen. Und da, wo wir unseren Meldepunkt hatten in Stettin, in der Försterei bei uns oben, während wir dabei waren, unseren unterirdischen Gang da alles fertig zu machen und vorzubereiten, Betten aufbauen und was weiß ich alles, oder Bettengerüste, alle diese Dinge, die man braucht, wenn man unter Tage verhalten will. Da hatten wir eine ganz nette Lady. Damals haben wir auch schon gesagt, Lady. Und zwar eine, wie wir uns denn immer geglaubt haben, eine aus Ostpreußen, die in der Försterei war und die uns zugeguckt hat, wie wir unser Nest ausgebaut haben. Und als die Russen dann kamen und wir dann gefangen worden wurden, erstmal kamen sie dann, waren wir auch in unserem Nest. Ich kam aus einem Meldegang zurück. Und dann sah ich mit einmal, wie meine Kameraden den Hang runter liefen von oben und in Stettin, so, ich war ja so Abhang runter zur Industrie, gelaufen wie die, und dann draußen rief ich, Stoi, Stoi, Stoi. Ich denke, was ist das denn? Ich schnell in meine Hosen rein, raus, und dann waren sie oben, dann standen sie oben, Stoi, 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 und wir erstmal in das Industriegebäude, Gelände rein, ne, über die Eisenbahn weg, ins Industriegelände rein, wo jetzt nun, und nun reiner Zufall, wie, wir wissen nicht mehr selber genau, reiner Zufall auf einen offenen Ponton, der im Hafenbecken war. Reingesprungen, Deckel dicht, dauerte nicht mehr lange, da ging der Deckel wieder auf, dabei, dabei, dabei. Und dann haben sie uns rausgeholt, dann haben sie uns die Russen da geschnappt. Und dann haben wir uns an die Hosen gepinkelt und so weiter, und die Hände hier in den Kopf geschoben, hier, so, nicht wahr? Und dann standen wir da. Und dann haben uns die Russen erstmal abgefühlt. Und dann sind wir uns losmarschiert, vor uns ein Maschinengewehr. Noch so eine alte, wassergekühlte Kanone da, war auch zum Amüsieren. Dann wieder hoch, da oben hin, wo die Försterei war. Und dann saßen da die Leute da. Jede Menge Männer, ne? Saßen da in Hocke, so. Und wir auch, wir haben gesagt, Mensch, unser letztes Stündchen ist gekommen. Dauerte nicht lange, wir auf den LKW rauf, nur wir Jungs. Nach Stettin gefahren, ins Polizeipräsidium und da ist man eingesperrt. Am nächsten Tag, jeder in eine Zelle. Wir waren ja 8 Leute. Jeder in eine Zelle im Polizeipräsidium in Stettin. Mit einem Mal, ich getrappelt, Fußgetrappel, so, und dann russisches Gespräch und dazwischen Gespräch von unserem Johnny. Und dann mit einmal irgendwie, ja, verstehen konnte man das ja nicht. Ne? Na, jedenfalls gab das so hin und her, was wir spekuliert haben, ist, dass die Russen gekommen sind und wollten ihn abholen zum Verhör. Und unser guter Mann, der wollte nicht. Der hat wieder gestanden. Ne? Zack. Und was macht die Russen? Peng, peng. So, da war es still. Und dann zogen sie einen Körper über den Flur. Nicht wahr? Oha. Und dann kannst du sehen, hier, wie die Pumpe aber ging. Angst. Ne? Förmliche Angst. Ne? Und da war ja jeder in einer einzeln untergebracht in den verschiedenen Zellen. Ne? Dauerte nicht lange, dann ging die Tür auf, da war ich, hieß, oder? So, Kopf, Hände hoch, wieder hoch, hochgeführt ins Dienstzimmer, sagen wir mal. Da saß ein Offizier, hier mit roten Streifen,
mit Sicherheit aus dem Generalstab, ein Hühne von Kerr, und er stand neben ihm, die nette kleine Dan, die uns zugeguckt hat, wie wir unser Nest gebaut haben. Und hinter mir stand einer mit der MP. Ich musste mich ja dann setzen, Arme runtersetzen, hinter mir der MP stand. Ich wusste gar nicht, was los war. Und dann sprach der Offizier verhältnismäßig gut Deutsch. Ne? Und das zeigte er auf die Karte. Und die Karte, wo wir die Nester eingezeichnet hatten, wo wir unsere Sprengstoffe und so weiter gebunkert hatten, die hatte unser Leutnant ja eingezeichnet, aber die Karte sollte vernichtet werden. Denn wir wussten ja, wo die Löcher sind. Die Karte haben die Russen gefunden. Ne? Und dann, also durch so, unsere Seite deren, das war 2 Tage, nachdem die Deutschen die Stadt verlassen haben und die Russen eingezogen sind. Das muss man da noch beziehen. Und die Seite, deren stand da ja und dann jetzt die große Karte mit unseren Netzpunkten da. Der Offizier sprach kaum Deutsch, aber der Soldat, der hinter mir stand, der sprach verhältnismäßig gut. Das, was der russische Offizier, wahrscheinlich im Generalstab, sonst hat er ja keine roten Hosen hier, roten Streifen am Hose, ne? Wahrscheinlich war das russische Armeekorps, das Stettin eigentlich angreifen sollte. Und dann hat er mich ausgefragt und dann hat er auf den einen Punkt gezeigt. So. Und dann sagt er so, jetzt dabei. Kam noch ein Soldat wieder an und dann nahm er mich mit und rauf nach draußen fahren LKW. Vollgepackt mit irgendwas, was weiß ich. Später haben wir festgestellt, dass das Geräte waren, um jetzt mit Flammenwerfern hier zu arbeiten. Ne? Nun kam sie mit dem jetzt auf den LKW. Ich musste mich vorne zwischen die vorne hinsetzen mit. Und dann hingefahren zu unserem Hauptloch, was unsere Gruppe da anging. Und dann habe ich mal geahnt, waren sie schon dabei, den Flammenwerfer. Und ich sage, stopp. Hier ist ein Einsteigepunkt in die Trüppergesellschaft. Und dann kam der Offizier nochmal an, ich war mit einer Pistole, und ich bin dabei gegangen, habe ganz vorsichtig da das Loch geöffnet. Und dann bin ich erstmal rein. Und dann habe ich gleich gerufen, wir hatten ja Signalmöglichkeiten gezogen, wenn wir ziehen, dann wussten die Bescheid, so da und da, jetzt innerhalb. Weil das ja nun im so zerstörten Häuserblock waren, waren ja mehrere Räume begangbar. Und dann bin ich erstmal runter, dann habe ich gerufen, ich sage, nicht schießen, draußen stehen die Russen. Nicht schießen, hört auf, nicht schießen, sonst seid ihr tot. Und dann hinter mir der Ivan mit der Pistole hier und dann so, muss ich rufen. Und jetzt kamen sie einzeln an. Und stiegen wir alle dann auf den LKW, und dann wieder ins Präsidium. Es war keiner verwundet, keiner erschossen. Nicht? Das war das eine Punkt, den ich überleben musste. Wir wurden einen Tag verpflegt. Mit mir sprach keiner ein Wort. Die guckten mich, meine eigenen Genossen, sagen wir mal ruhig, kein Wort mit mir. Du hast uns verraten. Du hast uns verraten. Als wir dann, das dauerte nur 3 Tage, auf den LKW an die Oder gefahren, und dann da, wo die Russen eine Pontonbrücke gebaut hatten. Und zwar eine Brücke, so etwas habe ich noch nie gesehen.
wo die Russen mit ihren Panzern rübergefahren sind, mit ihren schweren Panzern, um nach Berlin ranzukommen. Das war der Zugang. Deswegen haben sie Stettin nicht erobert, sondern sie haben sie den freigemacht über die Oder mit den großen, schweren Pontonsbrücken, die hatten, weiß ich nicht, und haben die Pontonbrücke und sind damit ihren Panzern rüber. Wir haben bloß gesehen, als wir ankamen, die war da, kamen sie mit ihren LKWs da und so weiter. Und da ging Berlin, die Truppen nach Berlin zu kriegen. Nein, das war ja so, meine Mutter kam nach Stettin noch rein, da war noch an Besetzung der Russen noch nicht gedacht worden. Sie kam nach Stettin, sie wollte noch Zeug aus der Wohnung holen. Nicht? Sie konnte ja umsonst fahren, weil wir ja wieder Beziehung zu einem waren. Sie war ja früher bei der Reichsbahnangestellte, Sekretärin. Ein Bruder von ihr war Leiter des, wie nennt sie das noch? Da hat jemand die Reparaturwerkstatt in Neustrelitz geführt. Also Eisenbahner, auf die Weise kriegt die Mutter ihre Sonderfahrt nochmal nach Berlin rein, genehmigt. Und dann kam Mutter, nahm Wäsche mit und dann sagte sie, Junge, komm, wir haben den Krieg verloren, komm, wir hauen jetzt ab. Ich sage, nee, ich habe mir einen Eid auf Hitler geschworen. Du kannst jetzt alleine musst du fahren. Ich kann jetzt hier nicht weg, ich habe einen Eid auf Hitler geschworen. Ne? Mutter fing an zu weinen, zog ab ohne mich. Ne? Wie sie auch schon später denselbe sagte. Nicht wahr? Und ich bin dann geblieben. Da habe ich noch gesagt, weil wir ja immer noch auch die Symbole, die hatten hier. Sieg oder bolschewistisches Chaos. Und das ging auch im Kino durch die Wochenschauen und so weiter durch. Alle möglichen Dinge, dann Plakate. Ne? Dann hingen, ich weiß jetzt nicht mehr, die Straße, die nach Altam ging. Da hingen an einigen Bäumen hingen Leute. Da sind welche aufgehängt worden. Die werden sich wahrscheinlich gewehrt haben, irgendwie gegen unser System. Ne? Das hat uns natürlich auch ein bisschen erschreckt gehabt. Nun hat uns aber die Russen da rausgeholt, weil uns die nette Ostpreußin, sagen wir mal, sie sprach ja Ostpreußisch, verraten hat und dann sagen konnte, wo wir jetzt sind und damit uns das Leben gerettet hat, im Grunde genommen. Das ging ja kampflos, im Grunde genommen ab. Erstmal wurde ja nicht geschossen, wir runter. In Ponton, also Ponton raus, nicht wahr? Hose voll gepinkelt. Und ja, heute lacht man über solche Dinge, nicht wahr? Aber vor lauter Angst, nicht wahr? Unser Wehrpass, erstmal schnell weg, nicht? Und dann raus. Naja, nun war das also so weit gekommen, dass wir dann also nach 3 oder 4 Tagen, weiß ich mal so genau, war das erledigt. Die andere Gruppe, wir hatten ja noch ein Loch, hat niemand gefunden. Wir sind ja aufgeteilt, einmal Stettiner Gruppe, wo wir also jetzt die Stadt und das alles kannten, nicht wahr? Und jetzt die Gruppen, wo jetzt andere mit drin waren, aus dem sogenannten Hitler-Bataillon. Wir jeweils also daraus und dann mit mir nachher, als wir dann losfuhren, nach 3 Tagen, war das erst, das war erledigt. Die Russen hatten unsere Löcher. Ne? Die nette Dern hat man nicht wieder gesehen. Und dann auf den LKW und dann ab in Richtung Osten, erstmal zur Oder rübergefahren, dann über die Oder rüber und dann nach Stargard. Ne? Ja, Stargard, bekannter Ort im Grunde genommen. Ne? Und da wurden wir erstmal abgeladen. Und da waren wir
Kriegsgefangene im militärischen Sinne. Nur obwohl wir ja schon jetzt partisanhaft unsere Sache führen sollten. Nicht? Aber wir kamen jeweils erstmal als Kriegsgefangene beim Russen an in Stargard. Stargard, ein bekannter Ort in Stettin, vergleichbar mit hier, naja, kommen wir. Und dann mit einem Mal, nach ein paar Tagen, es fing an zu knallen. Es wird geschossen. Wir guckten aus dem Fenster, dann sahen wir Leutkugeln. Und plötzlich ging die Tür auf. Da war er. Kerbanski kaputt, Hitler kaputt. Dabei, raus, haben sie es raus, auf den Hof. Auf den Hof hat sie aufgestellt, mit Essen und Trinken und so weiter. Das war, wo der Krieg mit einmal zu Ende war. Die Kapitulation. Ne? Hitler kaputt, Kerbanski kaputt. Ne? Kapitulation. Und, also es war ein Essen, ein Trinken und so weiter. Und wir kamen nicht umhin, auch da Wodka und so weiter zu genießen. Uns ging es auch nicht gut hinterher, erstmal nicht. Aber der Krieg war zu Ende. Dann dauerte das ein paar Tage nur. Dann sind wir aus dem Gefängnis da raus. Aus Stargard sind wir nach Neustrelitz gekommen. Neustrelitz ist ein Gefängnis. Normales Gefängnis. War das ja auch zu dem Zeitpunkt, als wir hinkamen. Und es war unter militärischer Obhut Stadtes und so. Und wir Jugendlichen wurden oft von einem russischen Soldaten gebeten, sag ich mal ruhig, mit ihm auf Suche zu gehen. Und zwar suchten die liegen gebliebene deutsche Fahrzeuge vom Militär. Die da, nun, Militär gab es ja nun nicht mehr, die irgendwo in der Landschaft mal rumstanden oder so. Und uns, vier Jugendlichen, wurden immer vom selben russischen Wachmann, ob er irgendwie eine Position hat, weiß ich nicht, immer wieder genommen und wir nannten ihn Spitzki. Er rauchte nämlich immer, also Zeitungspapier hatte er, Tabak hatte er auch, drehte sich seine Zigarette mit Zeitungspapier, aber er hatte nie Streichhölzer, also Feuer, also Spitzki. Spitzki ist Feuer. Und wenn wir mit ihm unterwegs waren, ob wir nun mit oder ohne Erfolg, spielte keine Rolle, er drehte sich seine komische Zigarre. Und dann guckte einmal ein von uns an und sagte, Spitzki. Das heißt also, Feuer, dann raucht er seine Zigarette in aller Ruhe. Und der Mann, ein ganz intelligenter Bursche, aus Kirgisien, an wie sprach er ja mit uns auch, nicht? Aus Kirgisien, und hat mit uns immer wieder versucht, hinter dem Stall, war am Nachmittag, schien die Sonne da so schön, Lieder einzuüben Gedichte. Zum Beispiel Entchen von Tharau. Das war sein Lieblingsgedicht oder sein Lieblingslied. Immer wieder Entchen von Tharau. Nun war das so ein kleiner Soldat im Grunde von der Größe. Und seine anderen waren alle größer. Und wenn die Truppe jetzt mal rausging zum normalen marschieren. Er vorne in der ersten Reihe gab das Kommando und dann wurde gesungen. Ein ganz fantastischer Mensch. Also das war uns ans Herz gewachsen. So ein Soldat war er. Ne? In allem mit ihm konnte alles ganz prima. So viel mal dazu. Dann waren wir, und da war ja, das Gefängnis stand ja unter militärischer Bewachung. In der Zwischenzeit haben ja die vier Siegermächte
ein Erlass, ein Internierungserlass aufkommen lassen. Und diesem Internierungserlass ist man zunächst erst einmal mein Vater, der kam ja in englische Gefangenschaft, war ja, und dann war ja wieder an der Dachau, aber der Erlass, der galt. Ne? Es wurden also einige Leute einkassiert, also sagen wir mal ruhig in Gefangenschaft gebracht oder was. Und so wurde mein Vater in Dachau einquartiert. Er war jetzt nicht mehr Gefreiter oder befreiter Soldat, sondern Dachau war ja leer geworden, geräumt worden. Und Dachau wurde eins von den vielen sagen wir mal ruhig, Internierungspunkten, wie viele andere auch. Also früher waren das ja die für die Juden und so weiter Gefängnisse. Vater also in Dachau zur Internierung und wir kamen von das Gefängnis in Neustrelitz wurde aufgelöst, militärisch aufgelöst. Wir wurden nach, klar, Neubrandenburg war früher ein Militärgefängnis. Da wurde das Militär entlassen. Und dann wurde das Lager in Neubrandenburg erstmal für die Heimkehrer ausgenutzt, das sogenannte Südlager. Das Nordlager wurde gebaut. Das war neu, das gab es früher nicht. Ne? Das war also, das Südlager war ein reines Gefangenenlager, das Nordlager wurde gebaut. Und das war dann unser Mensch, ich komme noch nicht auf den Namen. Wir kamen nach Fünfeichen, mussten draußen bei Regen, nasskalten Regen, draußen eine Stunde stehen, bis wir alphabetisch aufgerufen waren. Und dann wurden wir zunächst mal im alten Militärlager, im alten Südlager untergebracht. Um dann später nachher in das Nordlager rüberzukommen. Und im Nordlager, da waren alles diejenigen, die angeblich Nazi, also es hieß ja Internierungslager, die sollten entnazifiziert werden. Aber keiner hatte irgendwie mal einen Prozess oder irgendetwas. Keiner wusste, warum er im Lager war. Teilweise wurde er, sagen wir mal ruhig, fälschlicherweise oder überhaupt angeschissen. Man aber diesen Begriff, man. Wir haben viele Leute da gehabt, die wussten gar nicht, warum sie im Lager sind, was sie angestellt haben und so weiter. Und das waren nicht gerade weniger. Und wir waren ungefähr etwa in der Zeit, also wir waren mit am Anfang, das Lager war, als es voll war, ungefähr, na, ich schätze so 14.000 ungefähr kommen wohl zusammen. Daneben, im Süden des Lagers, ein riesen Lazarett. Und es hatten sich unter uns Artikel, Krankheiten ausgebreitet. Ich komme jetzt nicht auf, immer auf den Namen und so weiter. Also Tausende sind durch das Lazarett gekommen und Tausende sind auch im Lazarett gestorben. Es ging kein Tag, an dem nicht die mit ihrem Schiebewagen, hier haben wir einen Rollator und da haben sie so ein Schiebedings gehabt, einen Toten in den Wald gebracht, da haben sie den Netz so ausgebuddelt und da versenkt. Und später, nachher, im Lager wurde danach gesucht, da haben sie erstmal im Wald abgesucht, wo das ist, und da haben sie dann dieses Massengrab gefunden, um das wieder vernünftig im Südlager dann auf Platten und so weiter darzustellen. Also das war das eine. Wir kamen also in ein Lager, das war
geleitet vom russischen Geheimdienst. Nicht etwa wie die anderen, bei meinem Vater in Dachau, das englische Militärlagerleiter war. Hier war der russische Geheimdienst. Und da kamen viele Leute, was weiß ich, woher, die da irgendwo zum Aufenthalt gezwungen waren. War dieses Lager für uns, dann habe ich meine 4,5 Jahre da oben verbracht. Da muss ich mir mal vorstellen. Wir haben noch gelästert manchmal im Lager. Und da haben wir gesagt, guck mal, wir haben wenigstens doch zu essen. Und wenn das noch so wenig war. Und die Flüchtlinge draußen, die wussten nicht, wo sie was herholen sollten. Ne? Wir hatten, weil das Südlager ja als Militärlager da war, große Küche und so weiter stand. Für das Nordlager wurde eine neue Küche gebaut, alle diese Dinge. Wir bekamen unser Morgenkaffee und Morgenbrot, immer so ein Stückchen. Und da wurde auch gestimmt. Für jeden, ein Zentimeter mal schmaler war als das andere. Die Stücke müssten, wir hatten einige Idioten im Lager, genau Brocken für Brocken stimmen. Aber auch, da können wir stundenlang drüber reden, über solche Fälle da. Geschehen ist ansonsten bei uns im Lager gar nichts. Das Einzige war, es waren ein paar Lagerwerkstätten, da wurde ein bisschen gebaut. Und am Tollensesee war früher die Torpedoversuchsanstalt. Und ab und zu waren wir als Jugendliche auch mit dabei zur Torpedoanstalt mitzulaufen. Unterwegs war eine Straße, ich komme da nicht auf Namen, das ist egal. Und das hing dann auch ab von der russischen Mannschaft. Halt. Und dann waren auch Leute, Zivilisten da. Nicht wahr? Die Russen, die kriegten dann irgendwie Geld oder irgendetwas. Nicht wahr? Und haben dann die Leute an uns rangelassen, damit wir etwas kriegten. Wir Jugendlichen wurden in der TVA, Torpedoversuchsanstalt, in die Küche geholt. Die Matras kam gleich an, dabei. In der Küche. Dann haben wir Gemüse und also alles, was in der Küche notwendig ist, haben wir gemacht. Die anderen waren irgendwo im Gelände in der Werkstätten arbeiten. Dann kriegt man meistens eine Kleinigkeit zu essen mit. Ein bisschen Brot oder irgendetwas. Wenn wir ins Lager kamen und die deutsche Lagerpolizei, die ja da mittlerweile geschaffen wurde, uns kontrolliert hat, dann waren wir das Essbare, das waren wir los. Und die Teutonen da, die futterten, war nicht gerade wenig. Und ansonsten wurden wir kontrolliert, ob wir nicht irgendwie Papier, beschriebenes Papier oder irgendwas dabei hatten. Nicht wahr? Wenn das beschriebene Papier war, das haben die Russen gleich kassiert. Das war also immer, wenn ein Arbeitsgruppe zurückkam, kontrolliert. Deutsche Lagerpolizei und die russische Wache. Ne? Beschriebenes Papier haben die Russen gleich kassiert. Aber das ist eine Sache, die immer eigentlich ganz gut gelaufen ist. Bis auf am Anfang, wo noch keine Stacheldrahtzäune gebaut waren. Da war an dem einen Haupteingang, da kam über Nacht, kam dann die Lebensmitteltransporte. Und dann mussten die ja bei uns im Nordlager bis zur Küche durch. Die Küche war ja zwischen Nord- und Südlager. Und da hat man manchmal das Glück gehabt, dass wir zum Beispiel einen Kartoffelwagen da erwischt haben. Nachts rausgeschlichen und haben die Wagen da überfallen und haben da geklaut, was sich in die Küche gehört. Es durfte bloß keiner merken. Wenn einer geschnappt wurde dabei, da war er erstmal ein paar Wochen weg in der Strafwache. Aber das haben wir genutzt. War nicht viel, aber immerhin.
Dann hat es nicht allzu lange gedauert, um das Raubwesen, sag ich mal, zu unterbinden, wurden jeweils immer im Nordlager, im Südlager nicht. Nordlager immer 3 bzw. 4 Baracken eingemauert. Immer Mauern. Ne? Sodass wir also nicht mal mehr von Baracke zu Baracke gehen konnte und mit denen zusammenkommen konnte. Ne? War gesperrt. Also immer so ein Block um elektrischer Stacheldraht. Einen haben wir mal erlebt, gleich als er fertig war. Der hat es probiert, angepackt und der blieb ja da oben hängen. Ne? Seitdem hat keiner mehr angepackt da oben. Nicht? Also da war tatsächlich Saft da drauf. Na, das war so die Hauptsache eigentlich da in dem Lager. Na gut, es gab in der ersten Zeit im Lager, waren das alle 10 Tage, aber ist egal. Wir hatten eine Spezialbaracke, eine sogenannte Entlausungsbaracke. Ziemlich am Anfang war einmal der Anfang. Auf der einen Seite war Südlager, auf der anderen Seite Nordlager. Im Nordlager eine große Baracke. Ausziehen, Plünden wurden rein, die wurden entlaust und so weiter. Und dann wurden wir auch entlaust. Und dann war das alle vier Wochen waren wir dann einmal da unten. Dann war aber das soweit gut gelaufen. Dann haben sie das Lager geschlossen, anders gebraucht. Da war es mit der Entlausung zu Ende. Da hatten wir keine Läuse mehr. Aber wir hatten Flöhe und Wanzen. Und da war ja immer in Holzbrettern, 3 übereinander, nicht unten, Mitte, oben. Und da waren noch Nagellöcher und so weiter drin. Und dann haben wir immer gesucht. Ob da noch irgendwo Wanzen oder irgendwas, also Viehzeug. Und da waren wir eine große Reine machen, ganze Lager. Und da stank nach diesem Entlausungsmittel, tagelang. Aber es wurde wirkungsvoll eingesetzt. Das waren, was die für Mittel genommen haben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwie beim Engländer organisiert. Das hatte noch ganz gut geklappt. Aber wir waren inzwischen ja nun wieder eingemauert worden. Ne? Dadurch war unser Bewegungsraum insgesamt kleiner geworden. Das hat uns sehr stark belastet, im Grunde genommen. Und ansonsten, ja, was soll man? Man könnte viele kleine Dinge da noch angeben, die da waren. Zum Beispiel, was uns die Runds erlaubt haben, das Schachspiel. Das durfte gespielt werden. Es war ja auch ein russisches Spiel. Ne? Ging ganz gut. Ne? Aber ansonsten, wenn irgendetwas war, wir hatten einen Sängerchor in unserer Baracke. Also anfangs war es immer nur einer, das fiel gar nicht weiter auf. Aber da plötzlich waren es Sänger und da war das ein Sängerchor. Das heißt also, wir wurden, wenn irgendetwas war, Geräusche oder Erzählungen, ne? So hat der mal von da erzählt und der hat mal von da erzählt. Oder wie zum Beispiel der eine Mathematiker, der erzählte von der Torpedoversuchsanstalt. Bums! 2 Tage später war er erstmal in der Strafbaracke. Da ist er angeschissen worden. Nicht? Und die Zahl der Leute, die sich dann immer ein bisschen Tabak verschafften, es wurde gewachsen, dass ein Sängerchor entstand. Nicht? Und da musste immer aufgepasst werden, wenn man in einer Baracke war. Du, der nicht. Mit dem kannst du ruhig darüber reden. Aber dem darfst du sowas nicht sagen. Dann wird er sofort gemeldet. Die Meldung wird ein bisschen umgedreht. Und schon wirst du abgeholt zur Polizei. Und dann kommst du erstmal zur Wache. Und dann wirst du erstmal abgehorcht. Meist ging ja alles gut. Weil das, was abgehorcht war, immer nicht so ganz stimmte. Aber man wurde im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man nicht aufgepasst war oder irgendetwas getan hat, angeschissen. Ne? Und deswegen nannten wir die immer Sängerchor, weil die immer
beim Stubenersten, oder auch sogar beim Barackenersten, dann immer so schon heimlich so Meldungen abgegeben haben. Das war ein ganz schlimmes System insgesamt. Aber wir sind damit durchgekommen und haben das auch noch hingekriegt. Also wir sind erstmal reingekommen. Erstmal kam eine Entlassung. Da dachte ich, oh, jetzt geht's aber los. Nein, in Wirklichkeit haben die Russen da Arbeitskräfte gesucht. Es wurden also im Lager 600 Leute entlassen, aber nicht in die Freiheit, sondern ab nach Russland. Runde 600 Leute abgeschoben. Vorher kam der Stabsarzt und hat jeden Einzelnen untersucht. Nicht auf Festigkeit, Körperlichkeit und alle diese Dinge. Nicht, also 600 Leute sind abgeschoben worden nach Russland. Wo, weiß ich nicht. Die übrigen waren so, ich weiß nicht mal, wann die Zeit war. Hier was ging mit einmal das Gerüst durch. Wir werden bald entlassen werden. Wo das herkam, weiß ich nicht. Jedenfalls war die Entlassung mit einmal im Spruch da. Und da wurden auch zwei Baracken in der Nähe der Küchenbaracken, zwei Baracken als Entlassungsbaracken umgebaut. Nicht etwa drei Betten und so weiter. Nicht, die Stubengrößen wurden verändert. Und das waren die sogenannten Entlassungsbaracken. Da kam man immer vor der Entlassung ungefähr noch 3 bis 4 Wochen in die Entlassungsbaracke rein. Ne? Und dann konnte man sicher sein, dann wurde zum Beispiel jetzt die Mädchen, die haben da so ein kleines Spielchen da so aufgeführt, auf der Bühne, weiß nicht mehr, hier wurde Theater gebracht, es wurde Musik gemacht und alle diese Dinge, um die Leute überhaupt anders zu stimmen. Ne? Da musste man also erstmal in die Entlassungsbaracke, 4 Wochen Entlassungsbaracke. Das war ein psychologischer Trick, den die angewendet haben. Ne? Aber ansonsten bestand weiter keine Gefahr. Ja gut, außer dass man mit den Mädchen mal in Verbindung kam. Man hatte keine Verbindung zu den Mädchen. Wir hatten ja auch Mädchenbaracken. Ne? Keine Verbindung. Alles stur. Ne? Alles zu. Und das war nachher bei den Entlassungsbaracken so, dass die uns immer so ein kleines Schritt da vorgeführt haben. So ein kleines Schauspiel auf der Baracke. Da kamen wir dann auch erste Mal wieder mit den Mädchen in Berührung und kamen mit einer weiblichen Figur ins Gespräch. Das war eine Seltenheit. Und das war für uns die Sicherheit, wir werden tatsächlich entlassen bald. Und dann kam das auch so weit. Ne? Dann kam das gleich musste man zum Entlassungsoffizier die entsprechenden Urkunden ausfüllen und so weiter, die man dann brauchte, um entlassen zu werden. Das war das eine. Dann kam der Entlassungstag an, das wusste man bloß vorher nicht. Wurde mal aufgerufen und dann stand draußen ein LKW mit Bänken hinten auf der Ladefläche rauf. Und dann, also was uns hier was anging, zum Bahnhof nach Neubrandenburg gebracht und dann ausgestiegen und da standen schon Leute. Die wussten schon, da ist Entlassungstag. Und dann kam da von aus Rostock oder was weiß ich, aus der Umgebung die Leute schon her. Und dann kam einer und sagt, da kommen ja die alten Nazis. Oh Gott, haben wir einen Schreck gekriegt. Aber was macht der Offizier? Gar kein Problem. Der ist gegangen, hat den Gott gepackt. Da war er, ist da. Rein ins Auto und LKW und mitgenommen ins Lager. Der hat also uns Beleidigung. Wir sind, und das muss ich zugeben, wir waren 11 Leute am Entlassungstag. Und der Offizier, der uns entlassen hatte, den kannten wir schon von der Arbeit in der TVA. Ein ganz prima Kerl,
Was man einfach sagen kann. Der hat uns per Handschlag verabschiedet. Am Bahnhof. Am Bahnsteig. Und gab uns den Fahrschein in die Hand. Und gab uns die Hand. Und das als der Offizier da und so. Aber es ist so, man kommt mit Menschen zusammen, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Und da denkt man, das ist der große Kriegsfeind. Pustekuchen. Der war mit Sicherheit auch froh, dass der Krieg zu Ende war. Und per Handschlag am Bahnhof, am Gleis verabschiedet. Und was macht die in Rostock? Die kassieren sofort den Entlassungsschein. Ich sage, ich will den Entlassungsschein wieder haben, den brauche ich doch, wenn ich mal umziehe oder so. Der Entlassungsschein bleibt hier. Den hat die Stadt, also war ja das Erste, was ich also, da ankam erstmal meine Tante, die wusste gar nicht, was los war. Hier war ist sie mit mir gleich erstmal zur, ins Büro gegangen. Und den Erlassungsschein, den haben die kassiert. Den wollte ich wieder haben. Nein, der bleibt hier. Ja, den habe ich nicht. Also ich habe über diese positiven Erfahrungen jederzeit mit jedem reden können. Hatte kein Problem. Ich habe auch kein Problem, über die Gefangenschaft reden zu können. Auch über negative Eigenschaften innerhalb der Gefangenschaft. Muss ich sagen, von mir sagen, als Jugendliche von keinem Russen negativ beantwortet oder hart beantwortet oder angesprochen worden. Sie kamen zwar auch nicht als Freunde, aber man konnte mit ihnen umgehen, also so wie wir beide jetzt hier reden. Konnte man mit denen auch zusammen sein. Ohne die negativen Seiten, also sagen wir mal, von der Nazi-Zeit und so weiter, außen vor zu lassen.